Herzlich willkommen. Hier ein kurzes Tutorial-Video, was man tun kann, wenn man hier so eine Eufy-Sicherheitskamera einsetzt. Also es ist von der Marke Anker und hier wurde zuletzt festgestellt, jetzt hier im Dezember 2022, dass dieser Webcam-Stream nicht verschlüsselt versendet wird, beziehungsweise auch ungefragt in der Cloud in China zum Beispiel gespeichert wird. Und grundsätzlich, ich jetzt als hier Anwender von so einer Kamera möchte das erstmal nicht. Und hier jetzt kurz gezeigt, wie man bei sich im Netzwerk diesen Zugang von der Kamera in das Internet sperren kann, dass sozusagen euer Router hier diese Internetverbindung abfängt von der Kamera und ihr könnt dann trotzdem bei euch lokal im WLAN diese Kamera abrufen. Ihr könnt da trotzdem den Videostream anschauen. Zumindest hier bei dieser Eufy Pan & Tilt 2K Kamera funktioniert das. Bei anderen Modellen weiß ich das nicht ganz sicher, beziehungsweise müsstet ihr das mal testen. Aber so kann man sozusagen relativ sicher diese Kamera noch weiter benutzen, ohne da Probleme zu haben, dass die eventuell bei euch Videodaten nach außen sendet. Und wie macht man das Ganze? Also zum einen kann man jetzt hier bei sich auf dem Smartphone oder auf dem Tablet diese MyFritz-App installieren und die habe ich jetzt hier schon mal geöffnet. Da kann man dann bei sich hier das Heimnetzwerk aufrufen oder was ihr auch tun könnt, ihr könnt bei euch am Laptop in dem Browser, jetzt hier zum Beispiel in Apple Safari, auf fritz.box in der URL-Zeile hier oben eingeben und euch dann hier bei Fritzbox eben einloggen. Und jetzt landet ihr hier auf der Startseite und wenn ihr am Tablet dann hier auf Benutzeroberfläche öffnen klickt, sieht man, landet man im Endeffekt bei beiden Geräten oder bei beiden Gerätekategorien auf dieser Startseite der Fritzbox und jetzt kann man hier auf Heimnetz gehen und dann hier unten auf Netzwerk und das funktioniert hier am Laptop genauso. Das heißt, da ist das Vorgehen genau gleich und man kann jetzt hier bei sich schauen, welches Gerät eben genau diese Indoor Cam jetzt ist. Bei mir heißt die eben Flur Indoor Cam. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel auf diese Kamera gehen, da hinten auf dieses Bearbeitungssymbol gehen. Und man kann jetzt hier einmal einstellen, dass diesem Gerät immer die gleiche IP-Adresse zugewiesen wird. Und zusätzlich könnt ihr jetzt hier nach unten gehen und da jetzt den Internetzugang sperren, indem ihr hier auf Internetzugang sperren geht. Und jetzt seht ihr hier Internetnutzung, Gerätesperre aktiv. Das heißt, diese Kamera kann jetzt nicht mehr nach außen funken bzw. wird jetzt wie von eurem Router, wie bei einem Türsteher, nicht in das Internet gelassen, beziehungsweise sozusagen jetzt keine Verbindung mehr herstellen mit den Servern. Bei dieser Eufy Indoor Pan & Tilt Kamera funktioniert das Ganze, also ich kann weiterhin diesen Stream lokal abrufen und über HomeKit Secure Video kann ich auch hier diesen Stream noch in der Apple Home App aufrufen. Zumindest hier funktioniert das. Das wollte ich hier ganz kurz zeigen, wie man sozusagen weiterhin relativ sicher beziehungsweise aus diesem Netzwerkaspekt heraus sicher eine Eufy-Sicherheitskamera einsetzen kann. Und dass ihr hier im Netzwerk einzelne Netzwerkgeräte sperrt, könnt ihr sozusagen nicht nur bei Kameras machen, sondern auch bei smarten WLAN-Wagen oder anderen Dingen, wo ihr per se erstmal keinen Vorteil habt, wenn diese Geräte WLAN benutzen oder haben. Und überall da, wo ihr ein bisschen misstrauisch seid, würde ich empfehlen, eben genau dieses Gerät dann zu sperren und man kann hier auch relativ entspannt über diese MyFritz-App sich wieder einloggen und dann so eine Sperre auch rückgängig machen. Das heißt, von daher hat man erstmal nichts zu verlieren und hat aber so ein bisschen besser seine Daten im Griff und auch sein Netzwerk besser abgesichert. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, stellt die gerne unten im Kommentarbereich und sonst bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!